Hallo, heute zeige ich euch, wie man den Schweizer Armeerevolver Modell 1882 komplett zerlegt und wieder zusammenbaut. Die Waffe ist eigentlich so ausgelegt, dass man das mit einem Schweizer Armeesackmesser komplett zerlegen könnte. Wir machen das natürlich nicht, weil das ist ein sehr schönes Revolvermodell und da wird nur mit einem Schraubenzieher dran gearbeitet. Also, dann beginnen wir. Als erstes demontieren wir den Auswerfer. Den Patronenauswerfer. Natürlich schauen wir vorher, ob keine Patrone mehr in der Trommel ist. Als nächstes die Achse rausziehen, dann den Hebel entfernen. Als nächstes nehmen wir die Trommel raus, hierzu diesen Hebel zurücklegen, Ladehebel, die Trommelachse herausziehen, die Trommel herausnehmen. Als nächstes entfernen wir die Griffschale. So. Dann die Gehäuse. Ein Gehäusedeckel nehmen wir den Gehäusedeckel weg. So, die zweite Griffschale. Als nächstes diese Federsicherung drehen, dann die Feder hier hineindrücken, kommt die Feder ein wenig raus, da kann man sie rausziehen. So, als nächstes kommt dieses Teil raus, dann nehmen wir dieses Teil raus. So, den Abzug entfernen, geht eigentlich ganz einfach alles, nur mit Aushängen. Um dieses Teil zu entfernen, lösen wir zuerst diese Schraube. Nicht ganz rausdrehen am Anfang, doch wir drehen sie ganz raus. So. Mit einem kleinen Schraubenzieher hier hineingehen und die Feder rausnehmen. So, so sieht das aus, wenn der Schweizer Armeerevolver Modell 1882 komplett zerlegt ist. Zusammenbauen in der umgekehrten Reihenfolge. Hier hat es einen Schlitz. Und in diesem Schlitz platziert man die Feder. Ich habe da diesen Hebel immer ganz nach oben, halte mit dem Finger fest, mache die Feder drunter. So, jetzt mit dem großen Schraubenzieher Feder wieder einhängen, Waffe umdrehen, Feder wieder anschrauben. So. Als nächstes
montieren wir den Abzug wieder. So, dann kommt der Hammer. Das wird so montiert. Als nächstes kommt dieses Teil hier hinten einhängen. Auf dieser Position. So. Auf dieser Position. Nachher kommt dieses Teil. So hinein. So. Richtig sitzt, wenn das Teil hier unten drunter ist. Das muss unten drunter sein. Dann sitzt es richtig. So, als nächster Arbeitsschritt wird dieses Teil hier. Eingehängt hier. So. Ein wenig festhalten. Einhängen. Das sieht dann so aus. Dann die Feder spannen. Einhängen. So ist das fertig dann. Und hier den Sicherungshebel wieder nach rechts drehen. Als nächstes montieren wir den Rahmendeckel. So. Die rechte Griffschale. Hier hat es ein Loch, hier ein Noppen, wird hier eingehängt. Deckel geschlossen. Wieder verschraubt. Die zweite Griffschale. Als nächstes montieren wir den Patronenauswerfer. So, die Achse hinein und verschrauben. Als nächstes kommt dieses Teil. Wird verschraubt. Funktioniert. Als nächstes kommt die Trommel rein. Hierzu den Hebel nach hinten schwenken. Auswerfer ganz nach oben. Trommel schön in die Mitte und die Trommelachse. Das mache ich nicht, dass sie nicht ganz schön in der Mitte ist. Dann geht es nicht. Jetzt hat es schön eingerastet. Auswerfen, nach unten drehen. Der Revolver ist wieder montiert. Machen wir noch eine Funktionskontrolle. Den Auswerfer nach rechts schwenken. Funktioniert.
Ladehebel nach oben. Wunderbar. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.